Also mir war das richtig wichtig, dass ich noch mal mit der Kim heute rede, weil das ist mega belastend, wenn man was hat, was einem auf der Seele brennt, was man sagen will, was man klären will. Können wir mal kurz bei euch oben quatschen? Mach doch. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich dachte mir, boah, größte Baustelle, Mike ist weg. Jetzt auf einmal habe ich Leila. Schon wieder irgendein Problem. Es ist ja wirklich gefühlt jeden Tag was. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Gestern habe ich mal, als ich schlafen gegangen bin, einfach, ich konnte nicht schlafen, da habe ich über alles einfach mal so nachgedacht. Und irgendwie bin ich einfach so zu diesem Entschluss gekommen, dass ich dem ganzen Braten einfach nicht so traue. Und dass ich so das Gefühl habe, dass mich das so einfach alles ein bisschen so runterzieht, wenn ich mit dir so Zeit verbringe. Weißt du, was ich meine? Okay. Wenn ich mit dir rede, in dem Moment fühle ich das voll und freue mich auch, aber danach habe ich irgendwie immer so ein unwohles Gefühl in mir drin, weil ich irgendwie immer so denke, nein. Ja, das soll halt natürlich nicht und so sein. Und ich denke mir einfach, ich sag dir ehrlich, ich glaube immer noch, dass du keine ehrlichen Absichten hast, was mich betrifft. Ich kann Kim einfach nicht vertrauen, weil sie für mich einfach eine sehr berechnende Person ist. Sie weiß einfach, wie sie was genau macht und wann sie was sagt. Und ja, da habe ich einfach keine Lust drauf. Okay. Natürlich bin ich schon vorbelastet, was so Sachen mit Freundschaften und so betrifft. Aber ich bin halt auch einfach vorsichtiger geworden, weil ich sonst immer naiv war. Wenn wir jetzt beide ehrlich zueinander sind, siehst du uns als Freundinnen im echten Leben, weil du drauf bist. Das wäre wirklich das komplette Gegenteil so von mir. Okay. Ich dachte schon, wir wären Freundinnen, wenn man das jetzt natürlich jetzt nicht jahrelange Freundinnen, aber ich dachte schon, wir wären befreundet. Wir haben jetzt hier, keine Ahnung, mehr als eine Woche verbracht und ich weiß nichts über dich, außer wie du heißt, dass du aus Mannheim kommst und die ganzen Geschichten mit Mike. Und ich finde es schade, weil es gab ein paar Momente, wo ich richtig viel so in dir gesehen habe. Und dann gibt es aber wieder so Momente, wo ich mir so denke, nee, Leila, sei lieber so vorsichtig. Okay. Ich habe halt einfach gemerkt, jetzt nach einer gewissen Zeit, dass es einfach nicht harmoniert, dass es mich runterzieht. Girl, also wenn du, das habe ich dir schon mal gesagt, wenn du irgendwas mit Mike starten möchtest, oh mein Gott, was hat es denn mit Mike? Guck mal, das ist ja, weil ich das jetzt wieder nicht verstehe. Aber also das kann langsam, ich jetzt halt nicht nachvollziehen, weil wir haben echt süß gesprochen gestern. Aber was hat es denn jetzt mit Mike zu tun? Weil ich nicht mehr nachvollziehen kann, ich habe heute mit euch beiden nichts geredet. Für was habe ich mir überhaupt einen Kopf gemacht, irgendwas lieb rüberzubringen? Die blendet sowieso alles aus und es geht ja sowieso nur um Mike. Und da war ich schon wieder so, okay, die Schaltplatte geht schon wieder los. Ja, das langsam, ist das, was halt du in deinem Kopf für Filme schiebst. Nein, aber das ist nicht, das ist keine Realität. Oben ist Ding, Talkshow. Ja. Ich musste jetzt gestern darunter leiden und werde als Fake-Bitch, Fake-Freundin abgestempelt, die auf den Freund hüpft, obwohl ich mit eurem Drama überhaupt nichts am Hut habe. Es gab doch mal so Talkshows so mit Iris Berbel oder. Ja, ja. Wie ist es? Arabella. Ja, ja. Arabella Kiesler, oder wie ist es? Ja, ja, so. I don't give a fuck, ich bin im Dschungel, mich juckt euer Drama eigentlich aber gar nicht. Warum ist denn heute noch mal das Thema? Weil gekommen? Ich doch gesagt habe, dass ich über alles nachgedacht habe. Ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können, was das Hauptproblem ist. Das kann ja nichts mit mir zu tun haben. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mir jetzt einfach so gedacht, dass ich einfach jetzt die Tage mal ein bisschen so mich so distanzieren will. Für mich war heute einfach so, ey, jetzt die Schicht im Schacht. Ich habe keine Lust mehr. Vielleicht brauchst du das auch für dich, damit du auch mal auf einen anderen Trichter kommst, was das Ganze betrifft. Weißt du? Ja. Ich glaube, dass sie gar nicht verstanden hat, was ich ihr damit überhaupt sagen wollte. Und auch bei gewissen Themen hat sie einfach nur mal gesagt, ah ja, ist das so. At the end of the day. Scheiß auf Männer, also wenn es um Frauen geht. Ja. You know? Ja, definitiv. Sie hat definitiv nicht verstanden, worum es mir ging, aber für mich ist der Zug eigentlich wirklich abgefahren. Leila, haben wir's jetzt? Ja.